Also erstmal krass, dass es schon 188 Roboter sind. Ich habe davon, glaube ich, nur 20 selber hergestellt. Aber dass 120 nichts zu tun haben, verstehe ich nicht. Ich habe noch keine 100 Stahl im Inventar und ich habe keine 50 roten Chips. Ich stelle einfach noch ein paar mehr Sachen ein, dass sie beliefert werden sollen. Dann gucke ich mal. Ich hätte gerne 100 davon. Ich hätte gerne Destroyer-Kapsel. Nein, ich hätte gerne... Gibt nicht mehr so viel. Ich hätte gerne grüne Ärmchen. 100 Stück. Ah, da gibt es gar kein Ding für. Nee. Und ich hätte gerne noch Eisenplatten. 100 Stück, aber die habe ich schon im Inventar. Available Robots 115. Okay, das kommt jetzt sehr unerwartet. Wir haben zu viele Roboter. Obwohl wir Eisen anfliegen lassen. Die hier arbeiten gar nicht. Warum arbeiten die nicht? Weil sie keine Chips bekommen. Warum bekommt ihr keine Chips? Weil die keine Ärmchen dafür haben. das ist jetzt peinlich. Die stehen da schon sehr lange, die beiden. die Ärmchen sind zu kurz. Du kurz abbrechen, abbrechen. So könnte das dann auch funktionieren, hm? Ja, schaut gut aus. Worauf wartest du jetzt? Auf Zahnräder. Okay, Zahnräder sind genug da. Sie werden aber zu langsam rausgeholt. Okay, das ist kein Problem. Wir machen einfach aus dir einen schnellen. Das wird noch nicht schnell genug sein, denke ich. Wir müssen also eventuell noch einen davon hier irgendwo hinstellen. Das können wir sogar sehr einfach. Wir nehmen einfach eine Requester Chest. Bauen sie da hin. Machen da ein Ärmchen, dass es da auf das Band gelegt wird. Und hätten gerne hier... Nein, nein, keine Eisenplatten. Davon. Hätten davon gerne 500 Stück. Und jetzt will ich gucken, wie viele aktive Roboter wir haben. Available Robots. 118. Warum? Jetzt sag mir bloß nicht, wir haben keine Zahnräder in dem System, Dings hier. Nö. Was? Wo sind die ganzen Zahnräder hin? Nicht hier, hier ist Draht. Kohle und Stein und anderes Zeug. Stahl, glaube ich mir. So. Was? Das ist jetzt echt komisch. Oh. Wir haben die Zahnradproduktion verstümmelt. Wann habe ich denn das schon wieder gemacht? Also der Gerogon der Vergangenheit ist doof. Definitiv. Die Jungs hier nehmen nämlich gar keine... Ich kenne blaue Sachen. Die Jungs nehmen gar keine Eisenplatten mehr rein. Hatte ich das gemacht, als wir umstellen wollten auf Komplettroboter oder warum? Sehr komisch, sehr komisch. Bitte füttern. So, viel besser. Ganz viele Zahnräder. Also ich weiß, wir hatten vor einer Weile eine Überproduktion an Zahnrädern. Wir hatten überall alle Kisten voll und... Die Kiste hier war auch voll und überhaupt, aber... Sehr, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Wie schaut es jetzt aus? Haha, 90 Roboter noch available. Trotzdem sehr komisch. Also wir können viel mehr Aufgaben den Robotern anvertrauen. Was sich schon wieder gefährlich anhört. Also machen wir hieraus mal eine Active Provider Chest. Jetzt dürften wir gar keine Available Roboter haben. Genau, weil jetzt müssten 90 Roboter in der Schlange angeflogen kommen. Wo kommt die Schlange? Ich sehe keine Schlange. Ich sehe nur ganz viele Einzelne. Schade, jetzt kommen eigentlich 90 Roboter in so einer langen Schlange an. Aber es kommt wohl später. Aber wir können jetzt wirklich alles. Wir können wirklich alles an die Roboter übertragen. Und das, obwohl wir noch nicht mal die ganzen Hightech-Sachen erforscht haben. Also hier nochmal Cargo's Heist und danach nochmal Cargo's Heist und danach nochmal Geschwindigkeit und so weiter. Da geht noch viel mehr. Also wir könnten eigentlich jetzt aufhören, Roboter zu bauen und hätten immer noch genug für sie zu tun. Hammer. Einfach nur Hammer. Ja, gut. Was hätten wir denn gerne? Woran hapert's? Grüne Chips?
fast sagen, die grünen Chipfabriken arbeiten nicht. Warum arbeiten sie nicht? Sie haben nicht genug Kupferdraht. Warum kommt nicht genug Kupferdraht an? Weil die alle im System eingelagert werden? Kupfer, 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 Kupfer. Es kommt erstmal nicht sehr viel Kupfer an. Das ist schon mal keine gute Grundlage. Dann werden die Kupferplatten eingelagert. Oh, wir könnten das ganz geschickt machen. Wir könnten aus der Passive Provider Chest auch gleich die Kupferplatten wieder hier rauflegen. Bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Also ich hätte gerne mehr Kupferdraht. Wir brauchen einfach nur mehr. Was kommt da? Was kommt da? Was wird eingebaut? Wir brauchen einfach nur mehr Kupferplatten. Also wir brauchen einfach nur mehr Erz und mehr Schmieden. Also schmelzen. Wir sind schon alle die ganze Zeit dabei. Fertig, Abtransport. Fertig, Abtransport. Du. Du. Wir hätten gerne mehr von euch. Ich hätte gerne 15 Speed-Module. Storage Chest mit nichts drin. Du wirst leer gemacht. Extra Provider Chest einsacken, einsacken. Das ist ein sehr komischer Zustand gerade. Wir haben einfach nicht mehr genug Grundmaterial. Wir brauchen viel mehr Eisenplatten, wir brauchen viel mehr Kupfer. Aber wir können inzwischen alles komplett automatisieren. Also wir können alles an Eisen ins System schmeißen. Wir können auch die Kiste da zu einer Provider Chest machen. So einer. Ist kein Problem. Dann kommen die Roboter klar. Wow, die haben sogar die Kiste leer gesaugt. Und dann kommen wieder 100 an. Bäh. Oh, das war schön. War so ein bisschen wie Synchron schwimmen. Also ja, einfach alles ins System hauen. Ich wollte schon wieder im E-System sagen, aber so ähnlich ist das ja auch. Das heißt, wir hauen jetzt einfach alles ins System und die Roboter verteilen das so, wie wir es gerne hätten. Das machen wir jetzt bei den Kupferplatten auch. Also wir hätten gerne drei Passive... Oh. Die sind alle noch beschäftigt hier, so. Passive Provider Chests. Und ja, es sollten trotzdem immer noch Passive sein. Warum machst du so viele rote? Genau. Also da. Dann brauchen wir schnelle Ärmchen. Da, da, da. Du, da, du, da, da. Den ganzen Kladderadatsch machen wir jetzt weg. Und ich weiß, ich habe das gerade erst aufgebaut, damit es automatisiert wird und so. Aber ich finde die Roboter einfach cool und ich will, dass die Roboter durchgehen arbeiten. So, also, alles an Kupfer wird da hingebracht. Das heißt, wir brauchen oben bei der Kupfer-zu-Draht-Fabrik, die hier so ganz viele schnörkelige Fließbänder hat und so weiter. Das brauchen wir alles nicht mehr. Kann alles abgerissen werden. Brauchen gar keine Fließbänder mehr, theoretisch. Was sehr komisch ist. Aber ja, braucht keine Fließbänder mehr. Wir machen gleich ganz viele Kisten hin. So, wir können jetzt Piercing-Shotgun-Shells herstellen. Als nächstes hätte ich gerne... Es gibt kein Military 5, das ist schon mal interessant, okay. Dann hätte ich gerne als nächstes mehr Shotgun Damage. Nö. Ich glaube, wir sollten eher hier in der Power Armor Richtung weitermachen. Power Armor 2. 200. Was? 200 blaue Chips. Das ist schon mal krass. Weil das auch Flüssigkeiten braucht und so. 50 Alien Artefakte. Okay. Ist ein Happen. 5 Speed Module 3, 5 Effektivitätsmodule 3. Das dauert. So, Automatic Construction. Das war das mit Bäume abreißen. Das hätte ich gerne erforscht. So, jetzt brauche ich Requester Chests. Und zwar für jeden davon. Und dann eine Provider Chest daneben. Ich stelle das mal ein bisschen schöner hin. So, so. Dann die schnellen Ärmchen. Da rein. So. Das heißt, du hättest gerne Kupfer. Und zwar 1000 Stück. Da kommt Kupfer. Weil da hast du zufälligerweise eine Kiste und ganz viel Kupfer.
Keine Ahnung, wie die da hinkommt. Ignoriere aber mal. So. Damit wird der eine jetzt durchgehend gefüllt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. Und noch ein Ärmchen rein in die Kiste. Und raus aus der Kiste. Und hier hätten wir gerne auch. Und Poppen. 1000 Stück. Und auch die Fabrik arbeitet jetzt durchgehend. Oh, die schmeißt aber auch an den falschen Stellen noch raus. Das ist nicht so gut. Die Ärmchen braucht ihr nicht mehr. Fließbänder übrigens auch nicht. Die auch nicht. Das wird nachher richtig schnieke aussehen. Also es ist nicht mehr so schön mit den ganzen Fließbändern, wodurch die Sachen drauf sie hin und her wuseln. Das hat ja auch seinen Charme. Aber es wird wesentlich übersichtlicher aussehen. Mal gucken, ich bin gespannt. Ist ja alles auch noch eine Findungsphase für mich. Weil das hat einfach nur Stil. A la Lavalampe, ne? Durchgehen, überall, irgendwelche Bewegungen. Hat was. Aber das hier ist einfach nur ultra effektiv. Hier sind durchgehend 1000 Kupferplatten drin. Hier werden durchgehend Kabel hergestellt. Und wenn irgendwo Kabel benötigt werden, werden sie hier abgeholt. Bam, fertig. So, und das lagern wir mal kurz um. Weil ich will, dass die Kiste da weg ist. Ups, so rum. Du weg. Okay, dann brauchen wir das Ganze hier oben auch nochmal. Weg, weg. Provide, provide. Request, request. Ärmchen rein, Ärmchen rein. So, so. Kupferplatten bitte hier. 1000 Stück. Kupferplatten bitte hier. 1000 Stück. Und Available Robot. 0 von 172. Schöne Sache. Aber so, weil sie gerade die 1000 Kupferplatten einlagern. Ich denke, sobald das gemacht ist, werden wir wieder welche überhaben, was ein sehr komischer Zustand ist. Ja, das geht gut ab. Also wir haben jetzt zwar keine Lavalampen-Fließbänder mehr, dafür haben wir Lavalampen-Roboter. Wobei die einen Ticken hektischer sind. Und wenn die noch ein, zwei Speed-Upgrades bekommen, werden die bestimmt richtig hektisch. Aber das gucken wir dann. Ich hätte jetzt ganz gerne die tolle Munition. 50 Schuss davon. So, es verbraucht jetzt ein bisschen was an Kupfer und Stahl, aber sei es drum. Und ich würde gerne ein paar Sachen in den Storage-Chests einlagern. Wo kommt der ganze Stahl her? Okay, ich habe nichts gesagt. Roboter sind so geil. Wie ich nur an ihnen zweifeln konnte vor ein paar Folgen noch. Also, da wo die ganzen Roboter hin und her fliegen, da sind auch die Storage-Chests. Gut, du rein. Du rein, du rein. Platz machen. Ein davon, die Engines können da rein, die Robot-Frames können da rein. Wir können jetzt Sachen zerstören, sehr gut. Rocket Shooting, nein. Umspannwerk, schnellere Fließbänder, ja, wir brauchen keine Fließbänder mehr. Ich hätte gerne als nächstes die Geschwindigkeit, jo. So, Inventar weiter ausmüllen. Die Fabriken brauchen wir gerade nicht, Stone Furnace brauchen wir gerade nicht. Lampen brauchen wir. 16 Logistikroboter brauchen wir. 16 Logistikroboter brauchen wir auch nicht. Splitter brauchen wir nicht mehr. Bales brauchen wir nicht mehr. Holzkisten brauchen wir nicht mehr. Die gute Muni kann da rein. Die schlechte kann einfach ins System geworfen werden. Da, noch eine Kiste für euch. So. Ihr lauft jetzt vollautomatisch und ihr lauft durchgehend. So lange, bis die vier Kisten hier voll sind mit Kupferdraht. Okay. Das Ganze machen wir bei Sari dann auch nochmal. Wobei, haben wir da genug Kisten für? Nö. Aber machen wir einfach, weil wir haben ja genug Stahl, weil unsere Roboter das einfach tonnenweise ankarren. Das ist sehr schön. Diese Phase im Spiel ist gerade richtig schön für mich, weil das Ressourcenproblem anscheinend langsam behoben ist. Wir müssen aber auch unbedingt her beim Öl wieder vorbeigucken, ob es da zu Engpässen kommt. Aber sonst sieht das gerade richtig gut aus. Wir können die Aliens verprügeln. Wir können die ganzen Fließbänder abreißen, alles optimieren, um es dann noch schneller und effizienter zu haben und noch mehr von allem. Und dann gucken wir weiter. Also ja, macht Tiere Spaß, ich hoffe euch auch und wir sehen uns gleich wieder.